aanwachten tegen, tegen rechts. Ganz einfach die DDR, wo der Pilatus ist, haben da drüben auf der anderen Seite der Minoritenplatz eine Demonstration angekündigt. Und wir stehen höher hier, weil voriges Jahr stand auf dem Denkmal eine, die haben das Denkmal verwendet als Bühne, ein Denkmal, das gegen Antifaschismus ist, die Nazis besetzt, mehr oder weniger. Heuer haben wir das vorher angemeldet, das sind jetzt immer Minoritenplatz versuchen dort, ihre Kundgebung abzuhalten. Wir sind hier, um das Denkmal zu schützen und um aufzuzeigen, dass wir gegen Nazis und gegen Faschismus sind. Ich kann nur das, was der Albert meint hat, untermauern. Um es mit Worten von Richard Wadani zu sagen, der seit Jahrzehnten für die Rehabilitierung der Wehrmachtsdeserteure kämpft und dem dieses Denkmal extrem wichtig war und ist. Und der eben meint, das ist jetzt kein Ende, wenn hier ein Denkmal steht, sondern der Beginn einer Auseinandersetzung mit dem Faschismus. Und das Problem ist, dass wenn es offen ist, und das will er, dass es ein Begegnungsort ist, dann ist es für alle offen juristisch. Das ist das Grundproblem. Da haben wir noch keine Möglichkeit gefunden, dass die Rechten es nicht missbrauchen können. Und insofern werden wir immer hier stehen und es besetzen als Mahnmal, sobald es die Rechten aufmarschieren werden, weil das nie wieder Faschismus nehmen wir ernst und der KZ-Verband Wien in Niederösterreich. Und Niederösterreich hat das heute hier angewendet. Der Spieltanz hat wieder Arbeit gekriegt, die Schwedin oder Fred. Wenn er wieder Eisen auf Rohre birgt, dann dämmert der große Zelt. Eine Zeit ohne Arbeitslosigkeit, dann wären die drei Buben vielleicht satt. Nur zuerst einmal gingen sie zur Sicherheit, wie alle Buben in der J. Der Franz war so schön auf der Klampfen zupft und sämtliche Lieder kennt. Der Peppi war höher wie Rolle hupft und flink wie der Wind und rennt. Der Kurti, der Jüngste, der wandert gern und findet alle Schwammerl im Wald. Aus dem könnt einmal ein Förster werden, weil ihm die Heimat so gefällt. Der Franz war der Zeit am Hecken gestellt, weil so hat's der Führer befohlen. Denn heut gehört uns Deutschland und morgen die Welt und zuerst einmal schnappen wir uns Polen. Er hört beim Marschieren eine Orgel so tief, die Beidl dermaßen gewandt. Aus Russland da kommt für die Mutter ein Brief und der hat einen schwarzen Rand. Der Peppi hat schon in die Staatlicher geschaut, der graue Rock passt mir gut. Und Mama, du weißt, ich bin zach und hart, ich muss nach Griechenland fort. Dort werden laut Befehl ganze Dörfer gesprengt, der Peppi kommt unter einen Tram. Des Kriegs für ihn hat, dass ich anders denk, er kommt jetzt als Grüppe heim. Ein Auge ist blind, ein Unterarm fehlt, er war so ein Fischerbub. Er redet nicht viel, aber wenn er dazu, dann huchen ihm drei Leute zu. Dort wird nicht kämpft, sondern massakriert und ich hab zugeschaut dabei. Ich sag euch, wenn Deutschland den Krieg verliert, die Rache wird fürchterlich sein. Da setzt sich der Schmiedhans zur Schmiedin hin, die schauen alle zwei auf die Wand. Hängt den Führer seine Fotografie, da hängt ein Brief mit einem Rand. Der Schmied geht in die Arbeit und schreit dabei, die Toten, sie leben hoch. Dann kommt die geheime Staatspolizei und sperrt er mich in ein Loch. Und wieder werden Stellungsbefehle geschrieben, der letzte in die Rundung.
er macht Riem, der Kurt ist nicht dabei. Da liegt nur ein Zettel am Kucheltisch, ich bin Schwammel suchen im Wald. Die Schmiedin ließ und verbrennt den Wisch, ich hoff, wir sehen uns bald. Am Friedhof sind Namen eingraviert, die Gefallenen werden geehrt. Für was sind die alle in Tod marschiert, war das ein Opfer wert? Der Kurte hat 70 Jahre Schimpf ertragen, nur hat er gewusst, was er tut. Und heute steht ich da und kann nur sagen, für so ein Tier geh mein Hut. Und heute steht ich da und kann nur sagen, für so ein Tier geh mein Hut. Ja, ernsthaft.